Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind inzwischen schon in Part 75, also das Dreiviertelhundert haben wir quasi erledigt. Ich will mal noch mit Carmen reden, was die eigentlich hier macht. Danke, Geralt. Danke nochmal. Wie geht es den Mädchen? Die reden immer noch von euch. Und Shani und ich sind Freundinnen geworden. Schön. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie behandelt Kranke und Verwundete, egal zu welchem Volk sie gehören. Nicht alle sehen das gern. Verstehe. Leider habe ich sie nicht mehr gesehen, seit das alles angefangen hat. Ich werde versuchen, sie zu finden. Lebt wohl. Ja, und auf Vincent soll sie natürlich auch aufpassen. Aber das passt soweit schon mal. Hier sieht es einigermaßen okay aus. Wir dürfen in den dritten und letzten Stadtbezirk von Vizima nach Alt-Vizima. Und da wird das Ganze ein Ende finden. Sultan ist da, das ist schon mal cool. Ah, ihr kommt genau rechtzeitig zur Prügelei. Sieht ruhig aus. An der Front ist es ruhig. Hier ein kleines Scharmützel, da ein paar Pöbeleien und dann ist wieder Ruhe an der Front. Yevin hat gesiegt. Fast alle Anderlinge Vizimas haben zu den Waffen gegriffen. Wie ist das passiert? Als der Orden anfing, Frauen und Kinder zu töten, haben selbst die angepasstesten Elfen rebelliert. Das war die dümmste Aktion seit der Zeit von König Desmond. Vielleicht wollte der Großmeister die Anderlinge provozieren. Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, sind auch noch Gerüchte aufgetaucht, dass Anderlinge nach Alt-Vizima umgesiedelt werden sollen, weil wir anfälliger für die Pest sind. Das ist natürlich Unsinn! Was macht ihr hier? Wir müssen die angreifenden Ritter abwehren. Dann will ich die Zivilisten und Shanis Patienten aus Alt-Vizima wegbringen. Shani ist in Alt-Vizima? Sie hat eine Art Feldlazarett im alten Rathaus organisiert. Begleitet ihr mich? Natürlich. Ja dann. Ich habe Sultan versprochen, dass ich ihm helfen würde, die Flüchtlinge in ein sicheres Krankenhaus zu bringen. Und das machen wir auch. Die Frage ist, wer ist jetzt hier Feind und wer nicht? Die Leute vom Orden sind die Feinde. Die Kollegen hier. Die Frage ist, ob da unendlich viele nachkommen oder nicht. Soweit alle tot. Das hat gut funktioniert. Damit geht's weiter. Nach oben. Jede Menge Skoyatel, die uns jetzt hier helfen. Und da oben geht's dann nach Alt-Vizima. So wie es aussieht. Jede Menge Lagerfeuer. Die Werft. Alt-Vizima-Tor. Da geht's jetzt hin. Ich schaue noch ganz kurz nach ganz unten. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Da brennt es auch lichterloh. Bisschen Traube hat es hier. Ein Fisch. Geld und Bier. Wo kommst du denn jetzt her? Ha. Ach schön. Ich will aber eigentlich keine Kutsche in meinem Arsch geparkt bekommen. Den noch. Ja, dann. Da komme ich gerade überhaupt nicht dran zu kämpfen, aber das machen wir schon. Ein bisschen helfen. Ich
kämpfen uns mal hier durch. Einfach nur der Vollständigkeit halber, dass die Map komplett aufgedeckt ist. Das will ich jetzt mal durchziehen. Ja, das war's soweit. Tempelbezirk, da wird man nicht reinkommen. Ja. Hauptsache die Karte jetzt komplett aufgedeckt, das ist das, was ich wollte. Wir haben es erledigt, damit geht's wieder nach oben. Unterwegs noch ein paar Kollegen vermöbelt. Wir sind fast Stufe 28. Das ist schon mal nicht schlecht. Und damit geht's jetzt ganz nach oben. Nach Alt-Wysima. Und dann geht's so langsam los. Es schneit. Oder was sind das für Partikel? Schneit's. Oder schneit's nicht. Auf jeden Fall brennt's. Das sowieso. Kapitel 5. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausüben. Unsinn. Dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit! Seid still! Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an! Beschützt den König! Für die Freiheit! Tötet die Dolde! Der Großmeister! Wir sind gerettet! Ihr seid zurück, euer Hoheit. Hoffentlich nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Chuck. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt. Und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Ich habe genug gesehen. Velarat, zurück zur Burg. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Und schon sind wir in der Burg. Dann schauen wir mal. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Ich habe alle versammelt, die helfen könnten. Devet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarat kennt Ada seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Werdet ihr da nicht auch erzürnt? Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Euer Hoheit,
Euer Heim ist auch das Zuhause der Elfen und Zwerge, die ihr von euren Ahnen geerbt habt. Die Feuer und die Toten gehen auf ihr Konto. Das könnt ihr nicht leugnen. Aber in Wahrheit brauche ich jetzt Frieden in meinem Königreich. Vielleicht solltet ihr eure königliche Güte auf die Anderlinge ausweiten und ihnen Sicherheit und gleiche Rechte garantieren. Vielleicht. Wir schicken Velarad als Unterhändler. Vielleicht erschießen sie ihn seiner elfischen Züge wegen nicht. Ich scherze. Es ist mehr erforderlich, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Alles klar. Tja, mit Triss, Velarad und Devet sollen wir reden. Wir sind in König Foltests Burg. Ja. Flucht aus dem Ghetto. Wir müssen Soltan noch helfen. Ja. Den Striegenfluch müssen wir brechen. Und die Salamandra besiegen. Wir haben also noch eine Menge zu tun. Ich würde sagen, wir helfen erst. Wir reden erstmal mit Triss, Velarad und Devet. Hier ist der Thronsaal, das Foltestzimmer, das ist die Burg soweit. Ja, wir haben echt inzwischen viel gesehen, viel erlebt. Das ist Part 75 und allein das ist schon eine ganze Menge. Da ist Triss und wir sagen natürlich erst Triss Hallo. Hallo, Triss. Geralt, ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch. Ich habe gehört, wie ihr für Alwyn gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwyn? Alwyn ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden? Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss, ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. Im Moment, Stand jetzt, würde Geralt vielleicht eins sagen. Aber in Anbetracht, dass es auch noch Yennefer gibt, wäre es zwei. Aber ich sage jetzt mal eins. Ich liebe euch und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Die Liebe ist das einzig Schöne in diesen schrecklichen Zeiten. Geralt. Ich könnte mich ändern, weniger Risiken eingehen. Wir finden Alwyn, leben zusammen. Ich baue ein Haus. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ihr könntet Pferde und Schafe züchten und ich würde mich um den Garten kümmern, kochen. Wir könnten verkaufen, was wir ernten, um Kupferpfannen und eiserne Rechen zu kaufen. Wir könnten in Würde altern. Abends spielt ihr auf einem selbstgebauten Dudelsack für mich, als Mittel gegen die Melancholie. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Geralt, sagt etwas. Ich will euch nicht verlieren. Ich bin doch hier. Es sind schlimme Zeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir überleben. Träumen können wir, wenn dieser Wahnsinn vorüber ist. Triss, ich... Ich liebe euch auch, Geralt. Bis ans Ende der Zeit. No. Ja. Geralt? Was, meint ihr, ist mit Alwyn passiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Demeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Das wäre nicht so toll. Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken.
irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarath weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Was könnten das für Angelegenheiten sein? Belastet euch nicht damit. Ich weiß, ihr seid mit Yevin und seinen Elfenfreunden beschäftigt. Triss, seid doch nicht so. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, Geralt. Ich muss gehen. Okay, so viel zu Triss. Ja. Das wird den König gar nicht freuen. Na toll. Das ist natürlich weniger toll, wenn jemand Adda geholfen hat, sich wieder zurückzuwandeln in die Striege. Wer ist denn Antoinette? Ja. Mon Dieu, ein Hexer. In meiner Heimat Beauclair im Herzogtum Toussaint tanzte ein Hexer einmal ein ganzes Fest lang mit einer Zauberin. Ich bestimmt nicht, werte Dame. Ich habe zwei linke Füße. Haben alle Hexer weißes Haar? Nein, werte Dame. Nur ich. Vielleicht bin ich etwas verwirrt. Wie auch immer, ich hätte da eine Angelegenheit für euch. Wie kann ich helfen? Très bien. Mon Dieu, meine drei Vettern flohen jüngst aufgrund unglücklicher Zufälle aus der Stadt. Sind sie beim König in Ungnade gefallen? Gewissermaßen. Ich möchte ihnen etwas Geld schicken, um ihre Situation zu verbessern. Versteht ihr? Absolut. Für ein angemessenes Honorar spiele ich den Boten. Ah, parfait. Meine Vettern, Corbin, Buse und Ramerod, suchen Zuflucht im Sumpf, in den Höhlen dort. Bitte bringt jedem 300 Orens. Was mein Honorar angeht. Jeder meiner Vettern gibt euch eine Quittung. Geht damit nach Alt-Visima, zum Hauptmann der Söldner, meinem Verlobten. Er wird euch belohnen. Lebt wohl. Alles klar. Damit haben wir das erledigt. Die tanzen alle. Wir reden mal noch mit Devet, wo ist Velera da vorne? Hexer! Graf? Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Der König möchte, dass ich Adda von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Foltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Helft mir auf die Sprünge. Als Foltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Foltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Wir versuchen den Fluch zu brechen. Wir fangen gar nicht erst an, hier jemanden zu töten. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velarath. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein.
Es könnte schlimmer sein. Geralt! Habt ihr kein bisschen Angst, Velarad? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Interessante Einstellung, aber sehr, sehr stolz, der Velarad. Der König hat mir von Adar erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wachgehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot, der König überglücklich. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Al-Vusima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Was meint ihr damit? Ihr habt Freunde unter den Anderlingen. Helft Foltes, dann überlegt er es sich vielleicht anders und lässt ihre Ohren und Bärte nicht auf eine vorgeschriebene Länge zurechtstutzen. Ich verstehe. Geralt! Alles klar. Lebt wohl. Und tschüss. Wir haben damit geredet. Ja. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. Gut, das machen wir. Aber erst nachdem ich gespeichert habe. Und dann noch erst im nächsten Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Ja.